So, im Regen Teil 2. Ich setze da mal wieder an. Ja, ich bin gerade stehen geblieben bei dem Text, dass ich das natürlich auch mache für meine Freunde, Familie, meine Mama, meinen Sohn. Das finde ich immer ganz wichtig, weil der ein oder andere kann auch nicht kommen. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Man kann das auch nicht immer alles stemmen. Also ich meine, die Reise ist schon teuer. Davon mal ganz abgesehen. Und das muss man ja auch erstmal zusammensparen. So, und wir fliegen einmal im Jahr nach Deutschland. Wir sparen uns das auch alles von den Rippen ab. Aber sonst sehen wir uns ja gar nicht mehr. Und das ist der Preis eben halt, wenn man auswandert. Entweder hast du Kohle in der Tasche und kannst das alles super stemmen, weil es dich gar nicht interessiert, weil du es hast. Aber dazu zählen wir uns halt nicht. Und bevor jetzt der ein oder andere hier herkommt, wir wollen dann ja alle sehen. Und dann fliegen wir nach Deutschland und dann können wir das auch. Und wer dann nochmal kommen möchte, klar, ist schön. Freue ich mich dann auch. Aber wenn wir nach Deutschland fliegen, haben wir eben halt alle. Dann besuchen wir halt alle. Oder besser gesagt, wir machen dann so ein Treffen, wo dann viele kommen. Wer jedenfalls Zeit hat. Meine Mutter freut sich immer tierisch, wenn wir da sind. Und mein Sohn auch. Der ist immer total glücklich. Und was anderes sehe ich da auch ehrlich gesagt gar nicht. Weil das Geld halt nicht immer da ist, ne? Von der anderen Seite. Und Mutti kann es nicht mehr. Und sie freut sich immer, wenn ich sage, Mutti, da ist ein neues Video am Start. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich das natürlich genau dafür. Für meine Leute. Und klar, das ist natürlich öffentlich bei YouTube, ist ja auch logisch. Ist auch alles schön. Da hinten wird es wieder hell. Und dann gibt es natürlich so ein paar Leute, die sagen, ach nö, ja, gefällt mir nicht. Ja, dann ist das halt so, ne? Dann gefällt es dir halt nicht. Da gibt es auch noch tausend andere Videos von La Gomera. Kannst dir das ja angucken. Aber einen Typen habe ich dabei. Irgendjemanden. Der drückt ständig, gefällt mir nicht. Sagt aber nicht, warum. Das wäre mir schon ganz wichtig. Weil dann kann man vielleicht mal was verändern. Weil ich meine, mit dem Handy Videos drehen, das wissen wir alle, wenn du kein Hightech-Handy hast, sondern ein etwas älteres Modell, dann sind die Bilder nicht eben halt in High Quality. Aber ich lebe auf La Gomera seit 8 Jahren. Ich habe jeden Tag Sonne. Wisst ihr was? Da ist mir ein Handy, was älter ist, ziemlich unwichtig. Hauptsache meine Familie und meine Freunde, kann ich ein paar Videos senden. Das ist wichtig. Alles andere ist nicht wichtig. Oh, ist das schön. Und ruhig. Und jetzt, wo das regnet, das dauert nach dem Regen ungefähr eine Woche höchstens, denn ist das grün hier, das sieht man sofort, dass das geregnet hat. Diese Frische und das frische Grüne, das sieht aus wie, ja, wie bei euch im Frühling, würde ich mal so sagen. Letzte Nacht hat das echt gekracht hier. Irgendwo ist auch der Blitz eingeschlagen. Die Strecke kennt ihr ja noch. Die zeige ich oder habe ich schon gezeigt, wenn ich das hochgeladen habe hier. Kommt immer auf die Zeiten drauf an, wie ich das gerade mache.
Und zwar vom Wasserfallweg weg. Da ist unsere Straße. Da drüben ist die Kirche. Die Kirche. Und weiter. So, da kommen Leute, deswegen ich mache wieder Schluss. Bis dann. Ciao.